Willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die, nach wie vor an Tag 19. Und heute gucken wir als allererstes mal direkt in die Basis rein. Denn ich habe jetzt die letzten Folgen über, oder eigentlich schon seit geraumer Zeit, fleißig Eisen gesammelt. Und das Eisen könnte ich ja zum einen natürlich für das Geschmiede der Eisen verwenden, als auch natürlich für Stahl. Und genau darum geht es auch heute. Denn ich würde mir ganz gerne hier ein paar geschmiedete Stahlbahnen herstellen. Natürlich brauche ich aber dafür als allererstes mal diesen Crucible, also Schmelztiegel anscheinend, als auch natürlich den entsprechenden Skill. Und da gucken wir doch jetzt gleich mal, ob ich das skillen kann oder nicht. Wo wird es das drin sein? Wahrscheinlich unter Werkzeuge. Stahlschmieden, da haben wir es eh schon. Und 21 Punkte habe ich, 15 kostet es. Dann kaufen wir das doch gleich mal. So, neues Rezept. Crucible, geschmiedeter Stahl und die Schraubenfeder haben wir jetzt. Schön. Dann gucken wir doch gleich mal. Was braucht denn dieser Crucible, dieser Schmelztiegel? Ah, wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Wow. Okay. Ich brauche 900 Lehmklumpen, 1200 kleine Steine, 10 Mechanical Parts und 40 mal geschmiedetes Eisen. Gut. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das so teuer ist, das Teil, aber gut. Sei es drum. Wie viele Steine habe ich denn schon? 764. Lehm, glaube ich, habe ich nicht mehr so viel. Halt, wo war denn der gleich wieder drin? Da haben wir ihn. Nee, nicht mehr ganz so viel. 254 nur noch. Dann sollte ich mir da wohl oder übel gleich ein bisschen was holen. Und ich habe mir zwischenzeitlich auch eine bessere Spitzhacke hergestellt. Eine grüne mittlerweile schon. Und bevor es jetzt gleich wieder dunkel wird, schauen wir mal, ob wir da noch genügend Zeugs zusammenfarmen können, damit wir dann die Nacht über gleich ein bisschen Stahl herstellen können. So, zombie-technisch schaut es, glaube ich, ganz ruhig aus soweit. Sehr schön. Und die kleinen Steine bekommen wir am besten von diesen Steinhaufen hier, aber da habe ich ja doch, da haben wir noch einen. Dachte schon, ich habe alle abgebaut, aber nee. Zum Glück noch nicht. Geht jetzt eh relativ zügig mit der Iron Pickaxe. So, dann haben wir den hier. Haben wir hier hinten vielleicht auch noch ein paar kleine Steine irgendwo rumliegen. Hier ein Vogelnest, aber das ist schon gelootet. Den nehmen wir gleich mal mit. Ah, da glaube ich gibt es noch welche, oder? Sehe ich das richtig? Da müsste es noch welche geben. Sehr gut. Holen wir uns die nämlich auch gleich. So, zack. Den hier auch noch mitnehmen. So, 900, 1200 brauche ich, also das dürfte man eigentlich relativ schnell beisammen haben. Wenn wir hier noch ein paar kleine Steine finden natürlich. Aber ich denke, das ist alles im Rahmen des Machbaren. Wie viel haben wir jetzt schon? Sowieso schon 1-1, also von daher geht ja doch relativ zügig. Die Zahl am Anfang wirkt dann doch einfach ein bisschen hoch. 1200, aber wenn man das sieht, mit einem Schlag bekommen wir ja schon 8 kleine Steine. Dann geht das wirklich in Ordnung. So, haben wir es. Ja, 1200. Das heißt, jetzt muss ich nur noch Lehm schaufeln. Zombies sind keine rundum. Zumindest keine, die mich hier gleich auffressen wollen. Das Schlimmere wird jetzt wirklich der Lehm, der sich länger hinziehen dürfte, aber mit genügend Stamina ist das auch alles ein Ding des Möglichen. So, Zombie hat mich noch nicht auf dem Kicker, auch gut. Und nochmal Level Up, ja super. Können wir vielleicht gleich wieder was skillen. So, hier und hier.
Gut, dass es genügend Lehmvorkommen gibt in der Nähe meiner Basis. Sonst wäre ich echt aufgeschmissen. Na komm, raus hier. Wie viel haben wir schon? 900. Ja, wer sagt's denn? Umso besser. Aber dann nehme ich aber lieber trotzdem noch ein, zwei Schaufeln mit. Denn ein gesunder Vorrat an Lehm kann auch nicht schaden. Zumal beim Stahlschmieden wahrscheinlich auch Lehm benötigt wird. Und solange es noch hell ist, sollte ich die Zeit natürlich auch draußen nutzen. So. Gut, das klang jetzt aber 1300 vollkommen ausreichend. Ui, er hat mich, oder? Ja, er hat mich. So, nochmal, ein zweiter Versuch. Gut. Und Headshot. Schön, Glas Honig auch noch. Nochmal ein paar Federn, auch nicht verkehrt. Na, komm da. Trau dich. Oh Mann. Komm. Jetzt aber. Na, sag mal. Alle guten Dinge sind drei. Ja, oder auch nicht. Ja, wenigstens hat er gesessen. Zerlegen. So, das haben wir schon. Gut. Dann stellen wir doch gleich mal diesen Schmelztiegel her. Das einzige Problem könnten jetzt nur noch die Mechanical Parts werden. Denn da ist mein Vorrat ein bisschen begrenzt, was das angeht. So, Tür auf, Tür zu. Ich dann. Brauche ich eigentlich nicht mal. Geht ja jetzt. Dank der Beleuchtung, die mir der Patch gebracht hat. Crucible, haben wir gesagt. Wir brauchen Mechanical Parts. 18 Stück. Ja, dann dürfte ich doch eigentlich alles Nötige dafür haben. Um das herzustellen. Crew, wie schreibt man jetzt denn? So schreibt man ihn. So, 17 Minuten. Ui, dann wird es in dieser Folge sowieso nichts mehr. Aber zumindest haben wir dann die Voraussetzung für die nächste Folge geschaffen. 17 Echtzeitminuten. Ja, sage mal, das ist ja ewig. Aber gut. Dann hilft's alles nichts. Dann schmelzen wir einfach in der Zwischenzeit das nötige Zeugs hier ein. Clay und Iron brauche ich sowieso dann. Machen wir's anders. Kommt hier Clay rein. Iron läuft auch schon durch. Ein bisschen Holz könnte ich auch noch gebrauchen, sehe ich gerade. Damit genügend Brennstoff hier auf Lager ist. Muss ich glatt nochmal nach draußen. Zement haben wir hier auch noch ein bisschen. Aber der beste Zement bringt mir nichts, wenn ich keinen Bruchsand mehr habe, oder? Habe ich da noch was? Auch nicht mehr. Und Steine habe ich auch nicht mehr, nur noch 11. Eieiei, es mangelt wieder an allen Ecken und Enden. Das ist mal wieder so typisch. Aber gut. Wir können ja gleich mal die kleinen Steine hier mitnehmen. Beziehungsweise kleine Steine sind sie eigentlich nicht. Steinfundament eher. Aber das geht mir auch nur im Weg um. Denn spätestens, wenn ich hier unten die Abmessung entsprechend rausgebuddelt habe, kommt mir sonst der ganze Stein entgegen und fällt mir auf den Kopf und da habe ich was dagegen. So. Zack und ups. Gut, ist es auch entsprechend begradigt und Holz habe ich gesagt, brauche ich noch. Dann nehmen wir doch gleich mal den hier mit und den nehmen wir auch gleich mit.
Denn ich sollte mir auch noch ein paar Spitzen herstellen. Fällt mir an der Stelle gerade ein. Denn da sind ja in der letzten Hordennacht doch einige zu Bruch gegangen. Um nicht zu sagen, eigentlich alle. Von daher ist es gewiss nicht verkehrt, wenn wir da auch noch ein bisschen aufstocken diesbezüglich. So, weg mit dem ganzen Zeug. Sehr schön. So, wie viel habe ich denn? 214. Soll ich da noch was sammeln? Ich könnte gleich mal ein bisschen ansäen wieder. So, gut. Damit da auch was nachwächst in der Zwischenzeit. Kleine Steine, 242. Viel ist es nicht. Eigentlich überhaupt nichts. Auf die Menge, was ich allein schon wieder brauche, um mir Betonmischungen herzustellen, geht es ratzfatz weg und von daher nehme ich auch hier noch ein bisschen Steine mit. Das Einzige, was mich wundert, obwohl ich hier rumschlage wie ein Weltmeister, ist noch keine Horde im Anmarsch. Das ist äußerst ungewöhnlich. Hier da hinten kommt ein Zombie, aber sonst... Ui, habe ich sogar getroffen. Das war mehr oder weniger nur gut Glück. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dafür ging der zweite daneben. Mushroom Spores. Schön. Packen wir gleich mal ein. Gut, dann den haben wir schon. Nehme ich aber den Baum hier auch noch mit. Solange es noch hell ist. Dann dürfte ich auch genügend erstmal wieder beisammen haben. Ja, 420, also das reicht auch. Ui, die Sonne blendet direkt. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre gleich mal an dieser Stelle die leeren Gläser aufzufüllen, die ich ja noch hier irgendwo rumliegen habe. Hier haben wir sie. 52. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Snowberries können weg. Das kann auch weg. Mehl habe ich noch gar nicht, oder? Nee. Dann fangen wir dann einen neuen Platz an. Honig noch und Glaskrüge kommen natürlich mit. Gut. Und praktisch, wenn man direkt einen See vor der Haustür hat. So, schön. 54 Wässerchen haben wir jetzt da. Nur noch abkochen müssen wir sie. Und Sand kann ich ja auch gleich mitnehmen. Sollte ich mich am besten wieder hinknien bei dem Ganzen, ja? Sonst geht's wieder nicht gescheit. So, hier noch ein bisschen. Das lockt jetzt aber eigentlich die Zombies magisch an, das Gebuddele. Also könnte es gut möglich sein, dass mich in der heutigen Nacht eine Horde besuchen kommt, weil wenn sie jetzt noch nicht da ist, dann wird's spannend auf alle Fälle. So, hier noch, hier noch. Na komm, nimm ihn mit. Den Block. Und schnell schnaufen. Uiuiuiui. Naja, wie gesagt, schön ist es nicht. Aber es hilft ja nichts. Ich brauche den Sand. Hilft alles nichts. Gut. Jetzt aber nichts mehr raus da. So, und ihr habt mir ja den Tipp gegeben,
Genau gesagt, du Jennifer, dass man da normalerweise auch Sand rausbekommen müsste hier bei dem Weg. Schauen wir mal. Na, warum geht das nicht? Jetzt da. Ah ja, geht sogar. Also ich bekomme Sand und kleine Steine da sogar raus. Aha, Win-Win also. Beides Sachen, die ich brauchen kann. Auch nicht verkehrt. Danke für den Tipp an der Stelle. Da sieht man es mal wieder. Man lernt nie aus in 7 Days to Die. Sehr schön. Geht richtig gut dahin. So, hier noch. Den Weg braucht sowieso kein Mensch mehr. Na komm, hupf raus. Gut. Immer noch keine Zombies in Sicht. Das löst in mir ein kleines Unbehagen aus. Nichts wie rein hier. Und ja, an der Stelle stimmt. Das fällt mir erst ein. Gerade die sich fragen, warum hier die Pillars weg sind. Das hat den einfachen Grund, weil ich sie nämlich weggeschlagen habe. Ja, hat das zur Folge, da ich ja hier gesagt habe, noch groß getönt habe, ich will einen Fünfer Abstand einhalten und wie man sieht, sind es aber nur vier Holzrahmen. Und von daher haben die ganzen Pillars hier weg müssen. War zwar wieder pure Ressourcenverschwendung, aber was soll's. Solange ich es jetzt noch berichtigen kann, machen wir es natürlich auch. Bevor ich dann später den kompletten halben Turm einreißen muss, wäre nicht unbedingt empfehlenswert. So, wie geht's dem Schmelztiegel? 7 Minuten noch. Ey. Also, wie gesagt, in dieser Folge werden wir es nimmer ganz schaffen. Aber zumindest können wir noch ein bisschen Betonmischung gleich craften. Auch nicht verkehrt. Sodass wir dann in der nächsten Folge schön starten können. Wie schaut es mit der Forge aus? Läuft auch noch. Können wir gleich ein bisschen Holz nachlegen. So, 200 Minuten. Das reicht erstmal für die nächste Zeit. Und Flasche Wasser stellen wir dann auch gleich her. Da, kochen. Beziehungsweise nehmen wir mal die Hälfte. Reicht auch vollkommen. Gut. Schön. Dann haben wir das auch. So, wo kommt jetzt was rein? Das ist wieder die Frage. Das kommt hier rein, das da. Zack, zack. Dann mal scrapen. Betonmischung, die lasse ich jetzt mal bei mir. Altpapier kommt hier nicht rein. Nitratpulver schon. Und ansonsten, glaube ich, habe ich jetzt alles, oder? Das, das, das. Holz tun wir auch mal weg. Und die Federn und das Papier kommen natürlich hier gleich mal rein. So, und halt. Falsch. Pfeile brauche ich noch. Ohne Pfeile wäre ich aufgeschmissen. Maple Seed. Den haben wir noch. Weg damit. Uiuiui, ich bin. I'm on fire. Eieiei. Das wäre es jetzt doch gewesen. Zum Ende der Folge hier qualvoll verbrannt. Ja, die Nacht bricht herein und auch das Ende der Folge bricht herein. Danke fürs Zusehen an dieser Stelle. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.